Fünf Gründe, warum man Marken besser mit einem Anwalt anmeldet. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner. Ich bringe jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs heraus. Und in diesem Video erkläre ich genau, warum es besser ist, eine Marke mit einem Patentanwalt oder einem Rechtsanwalt, der sich mit Marken auskennt, anzumelden. Ich gebe Ihnen die Top 5 Gründe für die Anmeldung durch einen Anwalt. Vielen Dank an Ulf Gimm für die Idee für dieses Video. Natürlich gelten die folgenden 5 Gründe nicht für jeden Anwalt, sondern eben für Patentanwälte oder Rechtsanwälte, die sich eben besonders gut mit Marken auskennen. Wir betreuen beispielsweise einige tausend Marken und bewegen uns damit aber eher im Mittelfeld der Kanzleien in Deutschland. Also es gibt auch Kanzleien, die wesentlich mehr Marken vertreten und es gibt auch Kanzleien, die wesentlich weniger Marken vertreten. Aber nun zu den Top 5 Gründen, warum Sie eine Marke besser mit einem Anwalt anmelden. Grund Nummer 5. Sie müssen sich nicht in die ganze Rechtsprechung und diese ganzen Formalitäten einlesen. Es erspart Ihnen einfach Zeit. Grund Nummer 4. Der Anwalt weiß am besten, welche Oberbegriffe oder die sogenannten Class Scopes in den Klassen akzeptiert werden und welche nicht akzeptiert werden und wo man die Waren oder Dienstleistungen eben konkreter fassen muss. Je kürzer und prägnanter die Formulierung der Waren und Dienstleistungen, je mehr Vorteile hat man in einigen Ländern. In einigen Ländern ist es zum Beispiel viel günstiger, wenn die Anzahl der Worte in einer Klasse besonders gering ist. Formuliert man andererseits in Ländern wie China oder den USA die Waren zu breit und zu allgemein, dann fängt man sich Beanstandungen ein, weil in diesen Ländern die Waren und Dienstleistungen eben möglichst konkret formuliert werden müssen und sonst vielleicht gar nicht akzeptiert werden. Grund Nummer 3. Der Anwalt kennt die ganze Rechtsprechung, wie sie den größten Schutzumfang realisieren können. Dass zum Beispiel eine Wortmarke in der Regel einen größeren Schutzumfang hat als eine Wortbildmarke. Soll die Marke groß oder klein geschrieben werden? Soll die Marke bunt oder in Schwarz-Weiß eingetragen werden? Was erzielt im Endeffekt für Sie den besten Schutz? Grund Nummer 2. Der Anwalt kann in der Regel mit seiner Erfahrung viel besser einschätzen, ob die bei der hoffentlich durchgeführten Recherche gefundenen ähnlichen Marken zu nah dran sind oder nicht. Sind die Marken zu ähnlich, stellt dann zum Beispiel die Benutzung der eigenen geplanten Marke eine Markenverletzung dar? Ja oder nein, das können Sie eben schlecht abschätzen, da Sie eben diese ganze Rechtsprechung rund um die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, die Ähnlichkeit von Zeichen nicht kennen. Und ein Anwalt, der eben Erfahrung auf diesem Gebiet hat, kann Ihnen genau sagen, ob man die Marke in Klasse 18 für Taschen zum Beispiel noch anmelden kann oder in Klasse 25 für Bekleidung, wenn es eben eine ähnliche ältere Marke in diesen Klassen gibt oder wenn es zum Beispiel nur eine Marke in 18 gibt und nicht in 25, dann kann er Ihnen raten, in 25 eben ganz breit anzumelden und in 18 vielleicht nur für die Waren, die unähnlich sind mit den Waren, die eben dort von der anderen Marke beansprucht sind. Oder ob die andere Marke überhaupt benutzt wird, also ob man sich da überhaupt dran halten muss an die Marke, ob sie vielleicht eben gelöscht werden könnte, weil sie nicht benutzt ist. All dies können Sie vermutlich ohne den Anwalt gar nicht beurteilen. Grund Nummer 1, Haftung. Ihre Rechtsschutzversicherung, Firmenrechtsschutzversicherung, schließt in der Regel alle Streitigkeiten rund um Marken, Patente und Designs aus. Die Anwälte haften allerdings mit ihrer Berufshaftpflichtversicherung für irgendwelche etwaigen Schäden. Geben Sie also die Haftung ab und engagieren Sie einen Anwalt. Waren bei diesen Gründen Gründe dabei, die Sie so nicht erwartet hätten? Gerne diskutiere ich mit Ihnen in den Kommentaren unter diesem Video. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video gut erklären, warum Sie Marken besser mit Anwälten anmelden. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich gern unter diesem Video und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.